Können wir das hier nicht hochleveln? Ah, nee. Machen wir hier Betäubungsschlag. Was soll der Geiz? So. Und du darfst hier, verspotten. Kannst du weiter auch pushen. Da kriegst du nämlich eine höhere Mana-Regeneration, Lebenspunkt-Regeneration. Wüstenrose. Gehen wir zu Wüstenrose. Schaman, ihr sollt... Ja, okay. Dahin gehen wir, um den Gott des Sandes zu besänftigen. Wir hoffen mal darauf, dass wir hier ein paar gute Würfel mit dabei haben. Währenddessen gieße ich mir noch ein bisschen was ein. Ach ja, ach ja. Ich bin schon auf die Skills gespannt von dem Schaman. Weil da hänge ich jetzt momentan auch gerade. Ich habe zwar schon die Lavakugeln geholt, aber hier den anderen Schnullifutz hatte ich noch gar nicht geholt gehabt. Was? Ohne Kämpfe? Coole Sache. So, sammelt Wüstenrosen in der Wüste Sandes, Sandes der Zeit. Drei Wüstenrosen brauchen wir noch. Schade. Ja. Machen wir es so. Gut, ja. So. Betäubungsschlag. ja, Meteor. Genau, dann haben wir schon mal den ersten Down. Das war sogar ein Crit. Das war eigentlich ungewollt. Aber nun gut, passiert mal. Passiert hin und wieder mal. Oh, da fühlen sie sich hier auch mal so richtig mächtig, wa? Ausnahmsweise. So. Der ist auch down. Komm schon, ja. Ach, was war denn das? Traurig. Ja, und dann nochmal so ein 110er gecrittet, ja. Geile Sache. Yay, 5 Wüstenrosen sogar. Ja, wir rennen zum Flachlandtempel. Aber wir haben es jetzt echt gut mit dem Würfeln, oder? Hier, noch eine 9. Ich habe noch nicht rausgefunden, bei welchen ganzen Zahlen dann immer irgendwas passiert. Immer irgendwelche bösen Angriffe oder so. Oh, hier kommt ein Angriff. Au, Harpier. So, Schwäche. War mir auch klar. Zack. Ja, ich hoffe jetzt einfach darauf, dass wir hier vielleicht die Tusse so bezutzen können, dass sie jetzt gleich stirbt. Dass wir jetzt da nicht irgendwie auf diesen Betäubungstrick aufspringen müssen. Genau. Da ist das Rotkehlchen gestorben. Und das werden wir jetzt hier auch noch gleich mit dem hier anstellen. Dasselbe Spielchen. Einfach noch schlägen. Ja, da ist es auch down. Was guckt denn eigentlich Professor Düse so traurig rein? Also, der müsste eigentlich glücklich sein hier bei so einer frohlockenden Gruppe, die hier die Pen and Paper Welt befreit. Entschuldigt mich eine Weile, ich muss das erste Ritual beenden. Ja, ja, ja. Der Schamane, der Windgott ist besänftigt. Es wird keine Wirbelstürme mehr geben. Juhu! Endlich? Na, okay. So. Und hier, du kriegst mehr Mana. Und jetzt, hier, Leuchtstein. Machen wir den Leuchtstein auch noch fertig. Sobald ihr mir den gebracht habt, was ich... Ja, das ist uns auch klar. Bloß jetzt ist es der Erdgott. Wenn ich mich nicht irre. Jetzt müsste es der Erdgott sein. Ist ja klar. Wenn wir in den Dschungel gehen, das ist der Erdgott. Obwohl ich das dann mit der Wüste besser gefunden hätte. Aber nur gut. Wüste ist ja Sand. Weniger Gestein. Ja, das ist uns auch bewusst. So, Schamane, sammelt Leuchtsteine.
In dem Fall bräuchte man echt den Bogenschützen oder einen dicken, fetten, krassen Mage, der jetzt sich einfach mal wumm drauf hämmert. Oder so. Ja, da kann hier der Schurke nicht so wirklich mitfangen. Ne? So. Ah, wie wunderbar. Na? Na? Wie sieht's aus? Wie sieht's aus? 5 Leuchtsteine. Perfekt. Okay. War auch ein leichtes Ding, oder? Ist zwar bloß nervend, diese ganzen Nebenquests bloß für, ja. Aber EP noch und nöcher kriegt man dafür. Das ist das Coole dabei. La 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 la. So. Also nicht, wenn man gerade gegen die Monster kämpft, sondern das hier, das finde ich immer das Geile. 10.005 EP. Krass. So, okay. Lavakugeln klingt jetzt im ersten Sinne schon so ein bisschen krass mit diesen 29. Ihr solltet zum Vulkan des Phönix gehen und dort Lavakugeln sammeln. Da waren wir nämlich noch nicht. Ich brauche sie für das Opfer an den Feuergott. Sobald ihr mir die gebracht habt, was ich benötige, ja, das ist natürlich klar. Das hat er ja beim anderen auch mal gesagt. Und hier ist nämlich der Vulkan. Hier steht Stufe 30. Da sollte man dann halt nicht gerade gegen die Eliten kämpfen. Sondern eher darauf hoffen, dass man halt gegen ein bisschen leichtere Kost kämpfen kann. Also gegen die, die wir auch stunnen können. Das ist wahrscheinlich dann das logisch Bessere. Erstmal vom ET ordentlich Feuerball gefressen. Hier das Zeug, das können wir natürlich auch verkaufen. Das brauchen wir nicht, diese Blutedelsteine. Da können wir das Inventar sauber machen. Genauso wie diesen Leuchtstein. Da hatten wir jetzt auch einen drüber. Ethische Flüssigkeit. Ich weiß nicht, ob wir das dann vielleicht für später aufsparen. Aber ich guck mal eben hier in die Ausrüstung rein. Boah, da können wir doch auch voll darauf verzichten. Das verkaufen wir jetzt später. Später, wenn wir unsere andere Gruppe machen, dann können wir da halt uns das Zeug dann da noch holen. Weil da finden wir ja auch unter anderem Loot. So, auf das hier würde ich jetzt gerade nicht verzichten. Aber hier auch wieder... Na, das können wir auf alle Fälle. Das können wir auch auf alle Fälle. Jo, okay. Jo, genau. Und hier den Zehennagel. Ich mag das immer nicht, um mich hier abgetrennten Finger und Zehennägel in meiner Tasche zu haben. Ja. Das mag ich immer nicht so besonders. So. Der dritte Ring. Plus 35 Trefferpunkte, plus 20 Magie, Regeneration, plus 6 High Points, Health Points. Der vierte Ring, 10% körperlicher Widerstand, Regeneration, 12 HP Points, Regeneration, Mana Points 3. Auch sehr schön, auch sehr schön. Ja, und das hier können wir dann unser... Berserker geben plus 45 Trefferpoints, 9% kritischen Treffer zusätzlich und 10% körperlichen Widerstand. Ja, also das kommt dann wahrscheinlich auch bei dem Typen richtig krass. Ja, erst recht, wenn der dann crittet und dann davon anteilig dann das Leben mitbekommt. Ja, das könnte wirklich spaßig werden. Genau. Aber ich kann euch eigentlich eine Sache schon mal verraten. Ich werde auf alle Fälle dann wahrscheinlich bei dem Schurken mitbleiben. Denn der Schurke gefällt mir dann doch schon sehr gut. Und ich bin es auch für eine Sache, dass wir hier Schleifsteine noch einige kaufen. Weil früher oder später müssen wir das eh machen. So, machen wir mal so, dass wir auf den Tausender, ja, knapp einen Tausender kommen. So, jetzt haben wir wie viel? 18. 18 Stück. Gucken wir mal, wie weit wir damit kommen.
Was ja auch nicht sehr atemberaubend war. Ich habe eigentlich gehofft, dass wir auf 5 oder so kommen. Ja. Na okay. Aber wir können zumindest schon mal bei dem hier... Angriff ist die beste Verteidigung. Unseren kleinen Trick nochmal anwenden. Weil 300 Gold ist mir dann doch ein bisschen zu schade für einen Versuch. Ja. Für einen Versuch ist das echt ein bisschen sehr schade. Und ich sag mal, bei 30 Gold kann man da mal mitmachen. Oder bei 60 Gold. Zu 50% Wahrscheinlichkeit. So, der Gegenstand wurde sogar abgeliefert. Fertig. Verbessert den Schmied um neue Gegenstände. Okay, müssten wir natürlich dann auch machen. Ja, na, okay. Gehen wir es mal. Geil. Respekt, Respekt. Also, der Schurke ist der mit der krassesten Rüstung. In dem Falle. So, hier. Dann auch gleich nochmal gucken. Aber nee, lassen wir es erstmal. Ich habe es euch jetzt bloß mal gezeigt, wie man ein bisschen Geld sparen kann. Also, wenn man es weiß, ist es super. Wenn man es leider nicht mitbekommen hat, dann ist es halt ein bisschen blöde. Wenn man es zu spät gemerkt hat. So. Ich auf den 1% Crit verzichte ich einfach mal, sondern gehe dann eher auf die 3% mehr Zeug, mehr Zeug, was wir finden. Gold mäßig. Das habe ich jetzt Bello gegeben. Ach ja. Bello. Was machen wir denn los mit dir? So. Genau. Machen wir es einfach so. Und der kriegt jetzt die vier Amulette, wo er dann auch mehr Gold bekommt, weil das ist ein schurkischer Nachtelf hier. So. Der weiß, wie man Loot von den Leuten eintreibt. Das ist halt ein Schurke. Als Krieger Leute ausrauben, das macht man doch nicht. So, wir sehen, wie sich der Hintergrund immer schon ein bisschen abändert. Und jetzt sind wir hier... Oh mein Gott, Lava. Hier ist das Excalibur unter anderem. Hier brennt ein Mensch. Oh, und da haben wir sogar Glück. Ein Schleifstein. Yay! Noch einer. Hey! Ich glaube, das ist eine Hand. Tut mir leid. Hab ich falsch gesehen gehabt. Ich dachte, das ist so ein umgedrehtes Männchen, was hier brennt. Aber das ist eine Hand mit dem Ring. Das ist Frodo. Ey, das ist Gollum. Geil. Okay, tut mir leid. Jetzt erstmal wieder zu dem, was wir machen müssen. Hier Lava-mäßig. Hier müssen wir gegen ein paar Kreaturen kämpfen. Entweder gegen Phönixe oder gegen diese komischen Dinger. Ich bin mal dafür, dass wir erstmal gegen zwei von denen kämpfen. Weil hier sind Stufe 29 und ich habe keinen Plan, wie viel Damage die genau machen. Okay, doch, das geht ja. Geht ja. Es geht ja doch auch ganz einfach. Wir machen sie jetzt fertig. Was sind das? Dämonen? Oder sind das Baumstümpfe? Ja, Baumstümpfe in einem Vulkan wäre natürlich sehr sinnvoll. Also eine Feuerbaumstümpfe, dachte ich eigentlich. Oder sowas. Oder Feuer... Magma-Wesen. Aber ich finde ja halt diese kleinen Easter Eggs genial. Dass das dann der Frodo ist. Gollum. Smeargol. Der da im Schicksalsberg brennt. Im Berg des Phönix. So, also hätten wir doch gegen drei gleich kämpfen können. Dann hätten wir das hier ein bisschen verkürzt. Na, perfekt. So, hier. Boom! Oh, 138 Damage. Ey, habt ihr das gesehen? Oh Mann, so muss das aussehen. Da geht einem noch das Herz auf.
waches Smaragd-Amulett und 40 Gold. Ich hätte eigentlich mehr erwartet, dass wir mehr Gold kriegen. Uns fehlen trotzdem immer noch diese Magma-Kugeln. Krakatauer.